Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Trees Unleashed. Wir machen hier wieder weiter. Wir haben hier jetzt irgendwie einen. Endlich wieder mal ein Bossrennen. Und ja, wir müssen es irgendwie hinbekommen. Obwohl das Bossrennen gefühlt irgendwie mit vielen verschiedenen Wagen ist, oder? Genau. Er hat halt immer. Oh, das ist sogar eine neue Map. Ist sehr interessant. Normalerweise ist ja eigentlich ein Bossrennen. Weil schon einer ist, aber okay. Ist aber auch eine neue Map. Die steckt, ja, Fehlermach, okay. Kein Problem. Ah, es gibt jetzt Wirbel, okay, okay. Ist aber auch, denk mal, Zufallsprinzip, denke ich mal. War. Okay. Dann wissen wir wenigstens jetzt, was passiert, wenn man die Wirbel bekommt. Wir müssen halt jetzt ein bisschen nach vorne, damit wir schnell weiterkommen. Ja, oh, das war knapp. Dann muss man erstmal schon echt Glück haben, dass die gerade ganz woanders sind. Oh, das war fies von mir. Aber die sind auf diese, diese Strudeln, okay. Naja gut, was soll man machen? Ist jetzt, glaube ich, 3 von 5 sein. Also die Bossrennen. Ja. Scheint aber eine lange Strecke zu sein. Oh, da kommt einer ran. Ah, natürlich war es jetzt zu weit. Ja. Okay. Na gut, ist ja eh erst die erste Runde, also gar kein Problem. Haben wir jetzt auch nicht so ein Drama jetzt draus. Sehr gut. Nein, aha. Ja. Na gut, nochmal nach vorne. Ist er bisher nicht runtergefallen? Sind jetzt ja zurzeit auf dem 4. Platz. Das ist natürlich nicht so gut. Aber die erste Runde war doch ganz okay. Ich muss halt, wie gesagt, aufpassen auf die Strudel. Sonst habe ich ein Problem. Wir sind gerade auf Platz 3. Hallo? Ich war doch gerade auch auf Platz 3. Die Strudeln sind die schwierigsten Gegner sozusagen. Ah, der ist aber schlauer. Aber jetzt nicht mehr. Na gut, wir haben zum Glück jetzt die zweite Runde. Wir müssen halt jetzt die zweite Runde auch noch irgendwie überleben. Weil sind die jetzt gerade schneller geworden oder kommt es mir jetzt gerade so vor? Genau, hier darf ich jetzt nicht so einen Fehler machen. Genau. Das war mal wieder viel zu weit.
Ist ja jetzt schon mal ein bisschen erträglicher. Nein. Okay. Na gut. Nein, aha, Mist. Dankeschön fürs Anschieben. Jetzt seid ihr aktuell Dritter. Aber ist jetzt nicht so schlimm eigentlich. Wir eh gleich wie der Erste sind. So, die letzte Runde. Hier können wir eigentlich gut Gas geben, weil eigentlich magnetisch ist eigentlich, aber irgendwie das ist so geklappt, wie ich es jetzt eigentlich wollte. Ja. Na gut, dritter Platz ist bis jetzt auch noch okay. Das hat hier auch einen Fehler gemacht. Sind wir auch schon wieder auf dem ersten Platz wieder. Ich finde es ganz gut. Aber irgendwie ist halt schon lang die Strecke. Ah. Okay. Kein Problem. Sind auch wieder zweiter Platz zum Glück. Nein. Okay, man muss halt nicht so viel Gas geben. Dann bleibt man auch gerade. Ist mir gerade aufgefallen. Ich habe nämlich gar nichts gedrückt, also nicht Gas oder so, sondern muss halt einfach nur wirklich stehen bleiben. Man tut sich auch gar nicht so drehen. Aber ist gut, jetzt zu wissen, natürlich in der letzten Runde. Okay. Das wäre schon mal ein bisschen besser. Ja. Oh, das war knapp. Hier auch. Na, Mist. Aber ist in Ordnung. Okay, zweiter Platz. Dritter Platz, okay. Also der dritte Platz. Ja gut, dann nehme ich trotzdem mit. Den dritten Platz. Ne, doch, zweiter. Was denn jetzt? Zweiter oder dritter? Na, egal. Da bleiben wir halt zweiter Platz. Das ist jetzt eigentlich auch nicht so schlimm. Oh. Stimmt, ich muss ja gewinnen. Ach, Mist. Dann hab ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Okay, nochmal. Ach, stimmt, ich muss ja gewinnen. Ach, Mist. Dann hab ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Okay, gut, dann muss man doch irgendwie hier durchkommen. Aber ich kenne jetzt ein bisschen die Strecke. Deswegen ist es jetzt nicht so schlimm jetzt. Muss ja eigentlich nur aufpassen, dass ich nicht in den Strudel komme. Weil sonst ist es eigentlich recht einfach eigentlich. Ich habe aber ganz vergessen, dass ich halt Erster sein muss. Deswegen, oh, das war knapp gerade. Okay. Und halt vom Gas gehen. Genau, das hätte es auch, wo man halt darauf achten muss.
sind aber ganz schön viele Wirbelstürme. Ich muss sogar gewinnen, das hätte es blöde. Aber ich denke mal, kriegen wir schon irgendwie hin. Ne, wir haben mir ein bisschen Zeit gut gemacht, sehe ich gerade. Weil sonst wären wir ja jetzt schon wieder Zweiter oder so. Okay. Genau, hier muss ich eigentlich nur fahren. Kein Boost oder sonst irgendwas. Also wenn man halt weiß, wie die Strecke funktioniert, ist es eigentlich recht einfach, die Strecke. Aber wenn man halt wie ich manchmal so ein bisschen voreilig ist und sagt, ja, ist nicht so eine tolle Strecke. Und jetzt weiß ich, wie es funktioniert, dann ist es eigentlich recht einfach. Aber ja, muss ich halt ein bisschen mit der Materie zurechtfinden. Genau. Wenn man halt weiß, wie alles funktioniert, dann, wie ihr seht, eigentlich recht einfach. Na, das wäre jetzt nicht so klug. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht, wo die jetzt sind, die Gegner. Da bin ich halt auch ein bisschen froh darum. Hat wenigstens ein bisschen Ruhe. Genau. Schön, wir sind ja schon in der zweiten Runde. Ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, dass wir jetzt gerade erst in der zweiten Runde sind. Sind ja auch schon bei den letzten. Ah, hier sind die erst, okay. Sehr gut. Ein bisschen weiter raus, aber ist kein Problem für uns. Hier einfach nur fahren. Dann sind wir auch schon gleich wieder in die letzte Runde. Das war doch irgendwo da vorne, oder? Müsste eigentlich. Oh, Glück gehabt. Die Feinde hat mich gerettet. Aber wie ihr seht, wenn ihr die Strecken besser kennt, dann ist es eigentlich recht einfach. Ich will gar nicht wissen, wie viel Vorsprung wir jetzt haben. Letzte Runde jetzt. So. Weiter geht's. Jetzt haben wir ein bisschen Vorsprung erfahren sozusagen. Ich weiß jetzt leider nicht, wie weit wir jetzt sind. Halt von der Strecke her. Was war denn das gerade?
Nein. Na, hier bin ich jetzt ein bisschen hängen geblieben, aber kein Problem. Wir schaffen es trotzdem, irgendwie. Ja, guter Sprung. Ich denke mal, gleich ist das Ziel da zum Glück. Oh, das war knapp. Ist es nicht hier? Ja, das Ziel ist sehr gut. Nein! Natürlich kurz vom Ziel noch schnell. Aber ich bin zufrieden. Auch wenn ich da jetzt ein bisschen Zeit gebraucht habe, weil ich nicht wusste, dass man das Rennen nochmal fahren, also erster sein musste. Hab ich ganz vergessen, weil es ja ein Bossrennen war. Aber kein Problem. Haben wir jetzt wieder Zeit drin. Keine Silbe, okay. Dann gehen wir weiter. Glückwunsch, hast du ein Geheimnis freigestellt. Schnell beeil dich und sieh nach, was da gelüftet hast. Ja, wir haben jetzt 3 von 5, das heißt, es fehlen noch 2. Und ja, machen wir hier mal das Zeitrennen. Und dann würde ich sagen, bin schon im Part wieder. Obwohl wir heute nicht so viel geschafft haben. Aber es ist in Ordnung. Im nächsten Part wird es wieder ein bisschen besser. Okay, wir müssen jetzt hier wieder Zeit fahren. Ich weiß, es sei denn, welche Strecke jetzt die bessere wäre. Wir gucken einfach mal. Ich habe ja Glück und ich habe die richtige Route gefunden. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wie die Route ist. Deswegen ich muss so sagen, dass die ganz okay war. Aber ganz schön langer Looping. Nein, Mist, das findest du gut. Okay. Die kenne ich gar nicht. Oh, wir haben es geschafft. Okay. Ja gut, war ganz knapp, aber es war gut. Ja, da habe ich bei der einen Strecke leider zu viel Zeit verloren. Okay. Und
Und ja, ich würde sagen, hiermit beende ich den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde dann hier weiter. Und ja, wenn es euch wie gesagt gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Und bis zum nächsten Mal von Hot Wheels. Und bis zum nächsten Mal.